F1 und FIFA, beziehungsweise EA Sports FC heißt es ja mittlerweile richtig, sind wohl die bekanntesten Marken von Electronic Arts. Und Jahr für Jahr kommen neue Teile raus. Aber das merkt man auch ein bisschen an der Qualität mittlerweile. Und deswegen finde ich, diese Vollpreistitel sind absolut nicht mehr zeitgemäß. Als riesiger Motorsportfan kenne ich mich in der Welt der Rennspiele ziemlich gut aus. Und ja, deswegen schaue ich auch immer ein bisschen kritischer auf das Genre. Natürlich gibt es trotzdem genügend Titel wie Gran Turismo 7, Wreckfest oder auch ACC und iRacing, die mein Rennsportherz schneller schlagen lassen. Auch die F1-Reihe von Codemasters und Electronic Arts zählte da lange, lange dazu. Warum das jedoch immer seltener der Fall ist, liegt unter anderem an der Politik von Publisher EA. Bevor ich aber zu meiner Kritik am aktuellen F1 24 komme, möchte ich die Uhr ein paar Jahre zurückdrehen. Denn schon mit den letzten Teilen der Reihe durchlief die Marke ein ständiges Auf und Ab. F1 2019 und F1 2020 waren gute Spiele, die einige gelungene Neuerungen eingeführt haben. Der Story-Modus, die My-Team-Karriere und die Implementierung der Formel 2 sind bis heute wichtig für das Franchise und nicht mehr wegzudenken. Während F1 2021 mit der Geschichte rund um Aiden Jackson und einem starken Handling glänzte, ging es mit F1 22 einen großen Schritt in die falsche Richtung. Das Fahrverhalten der Boliden frustrierte im ersten Spiel unter der Leitung von Electronic Arts ziemlich stark. Und auch die restlichen Neuerungen wie F1 Live und die Supercars floppten größtenteils. Im letzten Jahr zeigte Entwickler Codemasters mit F1 23 zum Glück, dass sie auch unter dem neuen Publisher abliefern können. Die Fahrzeuge verhielten sich wieder deutlich kontrollierbarer und auch die Fortsetzung von Breaking Point, also dem Story-Modus der Reihe, punktete mit einem überraschend tiefgründigen Plot. Als ich jetzt aber vor kurzem die ersten Infos zu F1 24 mitbekommen habe, da hatte ich direkt irgendwie ein relativ ungutes Gefühl. Die Features wie eine erneut überarbeitete Fahrphysik und eine umfangreichere Fahrerkarriere wirkten auf mich mehr wie ein Update als ein kompletter Titel zum Preis von 60 bis 80 Euro. Und meine ersten Spielstunden im Rennspiel sollten meine Einschätzung dann auch sehr schnell bestätigen. Versteht mich nicht falsch, F1 24 macht insgesamt echt viel Laune. Das Handling geht in eine deutlich arcadigere Richtung als noch im Vorgänger, doch das ist für einen Simcade-Racer wie F1 absolut in Ordnung. Mir fehlt es ohne Story-Modus und ohne die Klassik-Cars allerdings komplett an Content. Außerdem bietet das eigentliche Offline-Highlight, die My-Team-Karriere, seit Jahren kaum Neues. Für viele andere Spieler und für mich ist die Erstellung und Weiterentwicklung des eigenen Rennstalls der wichtigste Modus in der F1-Reihe. Das 11. Team im Grid zu stellen und gegen Ferrari, Mercedes, Red Bull und Co. anzutreten, zählt seit der Einführung im Jahr 2020 zu einem der wichtigsten Features. Mir hat der Modus vom ersten Moment an richtig gut gefallen, doch mittlerweile geht's für mein Team beinahe unverändert in die 5. Saison. In F1 24 steht mir sogar nur ein individuelles Lackierungsmuster für meine Fahrzeuge zur Verfügung. Beim Helm sieht's ganz genauso aus und auch die vorgefertigten Charaktere lassen sich an zwei Händen abzählen. Und das ist nicht nur schade, das ist eine absolute Enttäuschung. Noch vor Saisonbeginn muss ich außerdem seit Jahren die gleichen Fragen beantworten, die sich in irgendeiner Art und Weise auf meine 4 Teamabteilungen auswirken. Sinnvoll sind weder die gestellten Fragen noch die Antwortmöglichkeiten. Hat bis F1 22 noch der Journalist Will Buxton das Interview geführt, sitzt mir seit letztem Jahr die F1-Reporterin Natalie Pinkham gegenüber. Viel mehr Veränderungen gibt's kaum. Und das ist ein Problem. Ich bin allgemein kein Freund dieser EA-typischen Interviews und Pressekonferenzen, in denen mir lediglich unsinnige Antwortmöglichkeiten vorgesetzt werden. Davon kann schließlich auch die FIFA-Reihe ein Lied singen. Die Präsentationen sind derart lieblos und hölzern umgesetzt, da wäre es mir deutlich lieber, ich könnte mir die Dialoge, oder besser gesagt Monologe, mit den Medien schlichtweg sparen. Wenn mir die Presse wenigstens unangenehme Fragen stellen würde, auf die ich in Toni Kroos-Manier patzig antworten könnte, hätte das den gewissen Mehrwert. Aber auf die aktuelle Art und Weise ergeben die Interviews für mich halt gar keinen Sinn. Durch absolvierte Sessions und Ereignisse verdiene ich dann während der Saison Ressourcenpunkte, um mein Team voranzubringen. Und das ebenfalls seit 5 Jahren unverändert. Es wäre wohl kein großer Aufwand, zumindest einen Windkanal oder Simulator-Minispiel für mehr Abwechslung einzubauen. Nachdem die Testfahrten in der realen Formel 1 mittlerweile stark begrenzt sind, könnten die Entwickler andere Wege schaffen, um den Rennstall voranzubringen. In F1 24 wirkt das nach wie vor sehr rudimentär und nach 5 Jahren mehr als angestaubt.
Das gleiche gilt für die Sequenzen vor und nach dem Rennen. Die werden jährlich lediglich geringfügig überarbeitet. Die meisten Szenen in der Startaufstellung oder beim Jubeln nach der Zieldurchfahrt sind sogar absolut identisch zu den Vorgängern. So, als Beispiel möchte ich euch jetzt einen Ausschnitt je aus F1 23 und einen aus F1 24 zeigen. Und ihr werdet sehen, so einen großen Unterschied gibt's da nicht. Das war wieder ein großartiger Grand Prix hier in Japan. Dieser brillante Sieg hat den Applaus von den ausverkauften Tribünen eindeutig verdient. Drei Rennsiege sind für das Selbstvertrauen in der Meisterschaft enorm hilfreich. Die Energie stimmt. Jetzt liegt es an den anderen, diese Siegesserie zu stoppen. Es reicht schon, dass ich mir in der realen Formel 1 beinahe jedes Wochenende die niederländische Nationalhymne anhören muss, wenn Verstappen mal wieder ein Rennen gewonnen hat. Zumindest im Spiel wünsche ich mir da doch ein bisschen mehr Abwechslung. Den Vorwurf mache ich dabei aber nicht Entwicklerstudio Codemasters, sondern EA. Schließlich erwartet der Publisher für jede Saison einen neuen Titel. Die Entwicklung von Spielen heutzutage darf jedoch nicht mit der von vor 20 Jahren gleichgesetzt werden. Der Prozess ist einfach komplex und dauert deswegen wesentlich länger. Und das ist ein Grund, vielleicht sogar der Hauptgrund, wieso jährlich erscheinende Reihen wie EA Sports FC, Call of Duty oder nun eben auch F1 zwischendurch immer wieder ordentlich schwächeln. Ein Anhaltspunkt, dass bestimmte Publisher ihre Herangehensweise überdenken und nicht mehr alle 12 Monate Vollpreistitel auf den Markt bringen sollten. Tja, aber leider regiert Geld halt die Welt. Im Falle von EA FC und Call of Duty schlagen viele Spieler aufgrund von mangelnden Konkurrenzprodukten dann Jahr für Jahr doch zu. Bei F1 sehe ich das ein bisschen anders. Der Markt an Rennspielen ist schließlich riesig und es kann auf Forza, Gran Turismo oder eben anderes Spiel ausgewichen werden. Eine Idee von mir wäre, jedes zweite Jahr anstatt des Komplettpaketes eine DLC für 20 bis 30 Euro anzubieten. Darin enthalten sind dann Saison-Updates, Handling-Verbesserungen und eben kleinere Features. Über den Modus F1 World verdienen die Macher außerdem eh noch zusätzlich im Shop. Im darauffolgenden Jahr gibt's dann das große Update mit umfangreicheren Neuerungen. Neben der Rückkehr der klassischen Flitzer und der Integrierung von weiteren legendären Fahrern wie Niki Lauda, Alain Prost, Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen, fände ich weitere Rennserien absolut notwendig. Wie in EA Sports FC möchte ich die Möglichkeit besitzen, aus unteren Ligen aufzusteigen. Das geht bisher nur aus der Formel 2 in der F1-Reihe, doch auch die Formel 3 fährt bei 10 der 24 Grand Prix-Veranstaltungen im Rahmenprogramm der Königsklasse. Daher wünsche ich mir für die Zukunft, dass ich meine Karriere dort oder vielleicht sogar im Kartsport anfangen und mich in die Formel 1 hocharbeiten kann. Auch die F1 Academy, die Nachwuchsklasse für Frauen im Formelsport, könnte integriert werden. Es wäre ziemlich interessant, dafür zu sorgen, dass es endlich wieder eine Frau in die Königsklasse schafft. Natürlich müsste Codemasters dafür neue Handling-Modelle entwickeln, doch die Zeit soll sich das Studio ruhig nehmen. Auch die Story würde dann davon profitieren. Seine eigene Karriere im Kart zu starten und dann langsam die Karriereleiter hochzuarbeiten, das wäre doch ein Traum, oder? Aber erstmal müssen in F1 24 die etlichen Bugs gepatcht werden. Denn einige davon nerven unglaublich stark. Sobald es in Trainings, Qualifyings oder Rennen regnet, sind die Sessions derzeit in vielen Fällen unspielbar. Obwohl ich vor den Einheiten sehe, dass die Strecke nass ist, kann ich nicht von Slicks auf Intermediates oder Regenreifen wechseln. Und auch die KI startet auf den profillosen Reifen und fährt dann nicht mal an die Box, um Reifen zu wechseln. In der Fahrerkarriere halte ich außerdem auch in der Formel 2 Ziele, bei denen ich über eine bestimmte Zeit mehr Benzin verbrennen soll. Allerdings lassen sich Motoren nur in der F1 hochdrehen, wodurch die Aufgabe von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist. Und in zwei verschiedenen Meisterschaften sind in meinen Rennen außerdem noch keine KI-Fahrer durch Defekte oder Unfälle ausgeschieden. Es gab noch nicht mal eine Gelbphase, geschweige denn Einsatz vom Safety Car. In schnellen Einzelrennen geht's dagegen dann doch deutlich wilder zu. Das kann jetzt kompletter Zufall sein, die Wahrscheinlichkeit liegt aber wesentlich höher, dass es sich um den Bug handelt. Und ja, auch diese kleinen und großen Spielfehler beweisen, dass den Entwicklern nicht genug Zeit gelassen wurde. Jährliche Vollpreistitel sind heutzutage nicht mehr machbar und sollten durch Erweiterungen ersetzt werden. Nicht nur für uns Spieler wären solche DLCs sinnvoller, sondern auch für die Gesundheit der Mitarbeiter. Die Spieleindustrie muss endlich wieder verstehen, dass nicht nur der jährliche Profit im Mittelpunkt stehen sollte. Von fertigen und umfangreicheren Spielen zum Release profitieren schließlich alle. Die negativen Schlagzeilen, die F1 24 gerade erhält, die sind absolut hausgemacht. Und das wäre vermeidbar gewesen.